Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute geht die Entwicklung unseres Dorfes weiter. Wir sollen zum Beispiel eine Jagdhütte bauen. Die darf ich noch gar nicht bauen, das ist das Erschreckende. Aber wir jagen einfach mal gucken. Wir sollen nämlich Füchse und Schweine jagen, je 3 Stück. Und das versuchen wir natürlich zu erledigen und ja, mal gucken. Ansonsten haben wir uns auch schon weiterentwickelt. Wenn wir mal auf unser Management gehen, können wir mal gucken, wir haben Dynastie Reputationspunkte 79. Das heißt, wir könnten eigentlich schon Menschen bei uns ins Dorf bekommen, aber es fehlt ja noch das Lebensmittellager. Ne? Ohne Lebensmittel sind die Leute bestimmt nicht lange bei mir glücklich, glaube ich. Deswegen müssen wir da einfach mal schauen. Ne? Das ist einfach so ein Ressourcenlager. Das muss ich heute noch fertig bauen. Das geht relativ schnell und ihr seht hier, das kostet auch alle Steuern. Da muss man aufpassen. Und wir haben natürlich noch keinerlei Tiere. Keine Schulden, das ist schon mal gut. Bevölkerung 1 bin ich jetzt alleine. Und wir dürfen jetzt 4 weitere Häuser bauen, da wir ja über 50 Reputationspunkte haben. Gut, Technologien, die können wir ja hier kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, man muss dafür aber auch ein Level erreichen. Hier, da seht ihr die 100 Punkte. Also wir dürften das Ressourcenlager kaufen oder bauen. Ich weiß es nicht. Hier, gekaufte Pläne. 50 Penunzen kostet der Spaß. Und die Schaufel. Jetzt bin ich mal... Wenn ich die Schaufel kaufe, kann ich das dann bauen? Ein Holzgerät zum Gewinnen von Ton. Es kann im Buch in der Werkstatt und Schmiede gecraftet werden. Und zum Schutz verwendet werden. Ist gleichzeitig noch eine Waffe. Aber wie kaufe ich die denn hier? Gebäude verwalten. Auswählen. F. Kaufschema. Ich hab's getan. Und damit dann die Schaufel gekauft. Okay. Hat mir jetzt nicht den Sinn gemacht, dass die beiden zusammengehören, das Ressourcenlager und die Schaufel, aber tatsächlich habe ich jetzt gekauft und natürlich auch wieder Geld verloren dementsprechend. Und jetzt haben wir nur noch 76. Was gibt es denn da noch Schönes? Kann man da nicht noch mehr kaufen? Wo war ich denn gerade? Karte, Journal, Fertigkeiten? Ich weiß es nicht mehr, wo wir waren. Ich habe geguckt und weiß es nicht mehr. Gut, auf jeden Fall hätte ich mal die Jagdhütte bauen sollen. Ne? Was macht ihr denn da? Ihr hüpft rum. So, wir gehen mal Richtung nach Hause. Satt und durstig sind wir nicht. Läuft. Und wir bauen die eine Hütte jetzt schon mal fertig. Das ist halt wichtig, dass wir das tun. Wie spät haben wir denn überhaupt? Oh, wir haben 14:45. Ja, die Jahreszeiten haben immer nur 4 Tage. Das ist wenig. Dann können wir schon mal ein bisschen Ahornzweige sammeln. Wenn wir schon mal hier so viele haben. Birkenzweige. Und genießen einfach das Spiel. Es ist herrlich. Ich soll Jagdmesser bauen, um zu verkaufen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, die sind billig in der Herstellung. Geben die einigermaßen gut Kohle. Ahornzweige sind alle meine. Immer 3 Stock sogar kriegen wir teilweise. Ich weiß nicht, ich glaube, wir leveln aber auch in den... Wenn wir Sachen sammeln, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Und irgendwann werden wir immer besser in dem, was wir tun. Zack, zack. Ab in die Tasche damit. 2 kann man immer gebrauchen. Neues Level. Überleben. Seht ihr? Da habe ich doch wieder geskillt. Überleben. Wir müssen mal reinflitzen. Überleben. Jetzt gucke ich mal. Stark wie eine Eiche. Ob irgendwo der Flitzebogen denn da mal dabei wäre, wenn wir jagen sollen, ne? Erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern im Entdeckermodus. Eiserne Leber. 15% größere Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung. Ich wurde noch nie vergiftet. 2 Grad bessere Temperaturtoleranz. Naja. 10% mehr Gesundheit hört sich auch gut an. Naja, aber ich finde, das hört sich doch... Das haben wir schon gemacht, ne? Warum denn eiserne Leber? 50% gegen... Ach ja, klar, die Leber ist das Entgiftungsorgan. Sorry. Erfassung von Pilzen, Federn und Kräutern decken im Modus. Ich finde das eigentlich eine ganz geile Sache. Will ich können. Ist auch nur eine Stufe, die wir da haben müssen. Entdeckerblick ist das hier. Oh, geil. Guck mal, ich hätte das gar nicht gesehen. Erstmal fett sammeln. Echtes Johanniskraut. Okay, das sehe ich auch so.
Und dann nochmal ein Steinchen. Noch ein Steinchen. Ja, Johanniskraut. Was, das kannst du alles gut verkaufen oder selber benutzen später. Momentan, ich glaube, ich kann damit noch nicht viel anfangen. So. Spinnensensoren. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt rüber, wir bauen. Und man kann auch diese Kräuter hier essen, tatsächlich. Manchmal geben die HP wieder. So, wo wohne ich denn? Ja, ich habe mich ein bisschen blöd platziert, ne, mit den Häusern. Aber ich find's wichtig, dass wir nicht ganz direkt neben einem anderen Dorf leben müssen. Das wäre doof, ne? Aber einen Bogen oder sowas darf ich nicht bauen. Ich wüsste nicht, wo ich Waffen finde. Das sind ja hier schon Waffen. Ja, der Speer, aber mit dem Speer werde ich nicht viele Füchse jagen können, glaube ich. Da müssen wir so ganz schön dolle dran pirschen. Wie gesagt, das machen wir nicht heute. Heute bauen wir erstmal an der Hütte, damit die fertig wird. Und dafür brauchen wir da tonnenweise Rundholz. Da kommt meine Stadt. Mein Dorf. Mein natürlich Dorf. Kann schon mal die Stöcker auf den Weg mitnehmen. Das ist aber herrlich gemacht, das Spiel einfach, muss ich sagen. Es fühlt sich so mega entspannt an. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen stressiger mit den ganzen Bürgern, die natürlich ja auch was zu tun haben wollen. Die leben ja nicht einfach nur in den Häusern und gucken mich doof an. Die wollen ja was zu tun haben. So, das ist mein Dorf. Und das ist die Arbeit, die ich noch vor der Nase habe. Ehrlich. Da haben wir es auch bald im Arsch. Können wir schon mal einen neuen bauen? Geht das zufälligerweise? Es fehlt blödes Rundholz. Fehlt ja sowieso irgendwie immer. Was ist denn mit meinem Skill nun? Erstmal aggressiv werden. So, das habe ich zwar schon in der Folge gebaut, aber es ist ja, wie gesagt, ich habe ja leider Scheiße gebaut. So. War schon mal ein Ersatzhammer, weil der wird mir jetzt kaputt gehen mit der Zeit. Wird aber dann automatisch ersetzt, finde ich ganz praktisch. Viel Rundholz, ne? Erstaunlich viel. Und da ist der Hölzchen dann mal kaputt. Und der neue hat sich sofort dahin geschmissen. Super. Ja, das Lebensmittellager, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir warten mal ein bisschen auf Ausdauer. Nur, dass ich so viele Stöcker gesammelt habe. Wollte ich nicht auf rumknüppeln, den Doofen. Ist fast so ein bisschen mühselig hier alles, ne? Mit den ganzen Stöckern. Das braucht Stroh, das habe ich noch im Lager. In meinem Privatlager. Ja, ich werde nicht genug Stöcker haben. Unfassbar, wie viele Stöcker man für so ein Haus braucht, aber das ist ja nicht unrealistisch. So. Keine Ressource. So, weitere Stöcker. Boah, so lange ist keine 6 Stöcker, ey. Wahnsinn. Bevor es so dunkel wird, dass wir dann wieder Bubu machen müssen. Aber Stöcker gibt es echt genug. Ihr hört meine Tastatur hoffentlich nicht so laut. So, boah. Johanniskraut, habe ich nicht gesehen. Okay, die Steine sehen aber wirklich immer, sind sehr schwer zu finden, finde ich. Hammer. Hammerhart. Entschuldigung. Eigene Schmucke verschluckt. Das braucht nur Stroh. Fällen.
Zack. Ich bin ja gespannt, wie wir uns hier weiterentwickeln erstmal. So. Läuft doch. Ich denke, das Lager ist schon relativ wichtig. Wie nur zwei. Willst du sie verarschen oder was? Dahin. Mach ich ganz entspannt. So. Äxtchen. Das ganze Werkzeug gibt es noch mal als Eisenwerkzeug. Das könnte auch ganz interessant werden. Für die Jagdhütte fehlt mir noch ordentlich Punkte. Wow. Das fällt doch ins Haus. Ja, passend. Nein, es liegt auf dem Dach. Rundholz? Das ist voll auf dem Dach, aber wird das jemals verschwinden? Ich weiß es nicht. Gut. Holzschuppen. Holzschuppen freigeschaltet. Also durch Bauen machst du natürlich die Erfahrungspunkte. Ist klar. Es wird dunkel. Oh, viel habe ich denn jetzt in der Tasche, dass ich so langsam bin? Ach, wahrscheinlich die Äste, ne? Sehr viele Äste schon in der Tasche. Ja, mal schauen. Beeren. Geben 0,5. Fleisch habe ich noch viel. Zustand, 50%. Johanniskraut gibt gar nichts, ne? Kein Nährwert. 21 Mal gibt 5 Piepen. Also es lohnt sich schon. Alvins Trinkschlauch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den bekommen habe. Dass ich mal auf 8, da habe ich oft meine Lebensmittel drauf. Geht gar nicht. F. Ja, den muss ich hier wahrscheinlich wiederbringen, ne? Ach ja, klar, wir müssen den flicken lassen. Das war eine Aufgabe. Blödsinn, Tim. Das Hund hat's untergekommen. Johanniskraut. Oh ja, wenn wir dann zum Dorf gehen, dann holen wir mal, sagen wir mal ordentlich Johanniskraut. Wenn 1,5 Penunzen wert ist, dann ist das ja schon. Man kann ja bei denen alles verkaufen. Das ist das Lustige. So, erstmal ganz fix, jetzt solange es noch dunkel, hell ist. Dunkel, dunkel, hell, hell, dunkel. Hau. Aber gehen die schnell kaputt, die Werkzeuge. Hab ich die Fackel auf F? Hab ich. Wir relaxen. Stein. Zwei Stein? Nimmst einen Stein auf Chris 2. Steine kann man auch mal gebrauchen. Was ist das denn? Stroh, Stroh, Stroh. Hier kommt wiederum ein Stock rein. Ich weiß nicht, füllt sich das Lager auch optisch? Okay, jetzt könnten wir eigentlich Stroh holen und das habe ich noch im Lager. Und das nicht zu wenig. Sogar zu schwer. Hier läuft irgendwas rum. Das bin ich. Und dann haben wir doch das Lager schon mal safe, ne? Das andere Gebäude, weiß ich gar nicht, was es war. So.
haben wir heute gut Punkte. Hammer! Wieso? La 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 la. Es gibt bestimmt auch als Metallwerkzeug. Werkstatt. Ich brauche aber eine Jagdhütte, verfluchte Axt. Zwei war das, ne? Ist doch auf zwei. Boah, ich sehe gar nichts mehr. F. Erledigt. Oder? Ja. Ressourcenlager 1 abgeschlossen. Was für Gebäude wir jetzt noch bauen dürfen? Die Falle? Hier fehlen noch die Punkte. Ne, hier fehlen Technologien. Nur noch Scheune. Hühnerstall fehlt mit Technologie. Ne, nicht genug Technologie. Landwirtschaft. Habe ich noch nicht viel gemacht, ne? Wir brauchen dafür die Feldarbeit. Holzschuppen? Wofür ist er denn gut? Mine. Speicher. Ressourcenlager 2. Also das haben wir gerade gebaut. Geht natürlich alles noch besser. Mal gerade gucken. Hier, Jagdhütte soll ich bauen. Ich habe aber erst 50 Technologie. Survival-Punkte meine ich. Interessant. Da, Werkstatt. Nicht genügend Ressourcen. 8 Rundholz. Bevor wir jetzt ins Bett gehen. Haben wir die mal... Ich finde, die ist bestimmt wichtig, die Werkstatt. Ein bisschen Rundholz hatte ich noch. Aber die Jagdhütte bauen ist natürlich was anderes. Als Kaminholz soll sich die Birke sehr gut eignen. Aber ich habe noch nie ein Haus mit einem Kamin gehabt, glaube ich. Wird die hier vielleicht gut angepackt? Warte mal, neben dem. So. Quatsch, jetzt wollte ich ja die Jagdhütte bauen. Ressourcen. Holzschuppen. 4. Klar. Die Musik ist ganz düster. Das macht mir ein bisschen Sorge gerade. Rundholz. Rauswerfen war. Kannst du ja dann einen hinnehmen, wenn du so. Man kann sie nicht mehr laufen. Hep, hep. 1, 2, 3. Auch noch ein Rundholz. Also nachts müssen wir, glaube ich, aufpassen hier, ne? Ich weiß nicht, ob es auch Banditen gibt. Oh nein, ist doch nur die Fackel kaputt. Turbogang! Ach, kann ich laufen? Ich glaube. Noch ein und ich kann nicht mehr laufen. Doch. Boah, ey. Als ob man so langsam laufen würde. Man würde einfach sagen, ey, ich bin weg. Ich habe jetzt in der Wildnis. Ja, das ist natürlich doof, die Jagdhütte zu bauen. Ne? Wie mache ich Survival-Punkte? Wie? Komm, nimm ihn auf. So. Holzschuppen. Der kostet nicht viel. Das trifft man irgendwie gar nicht. Was kann der Holzschuppen? Wir gehen ins Pennen. Das ist mir zu dunkel. Schlafen. Mit der Musik auf einmal los, so duster.
ein Häschen geht noch. Schönes Lager, was können wir denn da reinschmeißen gerade? Stöcker. Pelz habe ich nur ein. Komisch. Gut. Es muss gegessen werden. Okay, ich glaube, ich brauche ein Feld, ne? Ob ich will oder nicht. Um diese Survival-Punkte zu machen. Was ja kein Problem ist. Legen wir ja schnell an. Aber wo will ich's haben? Ist ja alles voller Wald. Ein kleines reicht ja erstmal, oder? Hier wäre ein schöner Ort für ein Feld, oder? Zap, zap, falsch, zap. Auch falsch, zap, zap, zap. Ressourcen, auch falsch. Was haben wir denn hier? Holzschuppen? Grabungsschuppen, Mine. Boah, 5000 brauchst du dafür. 250. Wir kommen bald auf die größeren Häuser. Das ist cool. Speicher. Na, auch 1000. Also Jagdhütte. Wir haben 11 Survival-Punkte. So wenig? Wo war denn jetzt dieser... Was war das? Was wir bauen durften. Ach, da bin ich auch blöd. Wartet. Mal alle durch. Jetzt bin ich ganz durch da. Wieso macht er die Bäume da grün, aber die nicht? Es ist recht so einfach, einen schönen Ort zu finden für ein Feld. Ah, hier ist ziemlich groß. Das kann ja auch ein Eckchen weiter weg sein, das ist ja nicht so schlimm. Boah, ich muss mich da echt dran gewöhnen, wo was ist hier, ne? Hat er eine Maximalgröße, ne? Ja, das ist die. Abgesteckt. X. Und wir dürfen hoffentlich was bauen. Nee, darf ich nicht, es fehlt... Rundholz und Stöcker. Kein Problem. Einer meiner leichtesten Übungen. Gefahr. So. Das ist schon ein Riesenfeld, ey, verdammt. Wo bist du, gutes Ding? Steinaxt, hölzerne Hacke. Ach, erkennt man so schwer. Drei. Drei. Das ist so mehr Arbeit, als ich erwartet habe. Und geht auch ganz schön schnell über Arsch. Das ist natürlich auch wieder Ausdauer. Dünger benötigt. Guck mal, was du alles brauchst, ey. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das Punkte gibt, wenn wir das hier treiben. Der Feuer... Also wo wir das in der letzten Version gespielt haben, also bevor ich das in den Speicherstand gelöscht habe, heldenhaft. Da war das schon gedüngt, ne? Das haben sie ja rausgepatcht. Was ja eigentlich unlogisch ist, ne? Du machst ein frisches Feld und das ist schon gedüngt. Lebensmittellager, geil. Mit dem Lebensmittellager traue ich mich auch die ersten Bewohner hier reinzubringen, aber die müssen natürlich auch mit Lebensmitteln versorgt sein, die sind ja nicht einfach so da.
müssen erstmal an Kohle kommen, ordentlich. Von der Jahreszeit ist das noch, ja, schwierig, ne? Weiß nicht, was gleich kommt, müsste ja Herbst kommen. Das ist nämlich nicht mehr ganz so gut zum Anbauen, oder? Aber seit wir skillen, das ist das Geile. So. Naja, ist kein schönes Feld, aber es ist ein Feld. Also die Bewohner, die kommen, die müssen ja einen Job haben, ne? Gebäude, Scheune. Oh, wir machen ja richtig gut Punkte, ey. Geil. Nur mit dem Feldbau alleine. So, was haben wir jetzt an Punkten? Keine Arbeiter, Ressourcenlager, Holzschuppen. Also das könnte schon, da könnten wir schon Menschen für gebrauchen. Die sind wichtig hier, Tiere und sowas. 7x8. Hier mache ich keine Punkte. Technologien, da. Ja, den muss ich wieder freischalten, ne? Holzschuppen, einfaches Haus. Grabungsschuppen, Ressourcen, Holz, Mine, Haus. Ressourcenlagerstufe 3. Da kommen wir jetzt zu den Spannern. Die Jagdhütte. Bogen, guck mal. Kaufschema F. Nicht genug Technologie. Ja, wir müssen für den Bogen tatsächlich die Skillpunkte machen. Arbeitergebäude und Jagd. Auf Wildtiere für Fleisch und Leder oder zum... Ja, wir müssen einfach nur jagen. Das ist alles. Das machen wir jetzt auch. Ist ja auch die Aufgabe. Sonst komme ich ja nie zu der Jagdhütte. Aber was mit meinem Skill, dass ich hier weniger hacken muss? Der ist einfach weg. Oh. Und ich glaube, ich brauche Steuern, ne? Ich habe nicht genug Geld. Soll ich jagen? Hasen? Nee, Quatsch. Füchse? Aber das Einzige, was ich zum Jagen habe, ist momentan eine Speer. Ach, mach ich denn? Oh, ich bin ganz dreckig, ne? Ja, stimmt. Da wird das Flirten nur noch schwieriger. Kann man denn dieses Waschbecken da schon bauen? Kann man das... Ne, weil da 0 von 1 steht, dass man da mehr auf einmal bauen kann. Ich glaube, das war's, ne? Viel zu viel. Soll ich damit so viel aus einer Speere? Neues Level, Crafting. Boah, es geht aber gerade ab hier, wa? Handwerker, hier. Handwerkliches Wissen. Immer ein plus mehr Skill, Handwerk. 10% schnellere Herstellung von Holz- und Steinobjekten. 10% schnelleres Nähen von Leinen- und Pelzkleidung. Oh, das hört sich gut an. Investiert. Und der Sperr, den tue ich auf die 4. Und dann gehen wir mal auf die Pirsch. Muss ich mich was... Ich muss aber auch langsam wieder was essen, ne? So, irgendwo müssen wir noch das Ding da nähen lassen. Oh Gott, wir haben noch so viel Arbeit vor der Nase, ne? Fackel benötigt, verdammt! Fackel braucht noch 10 Stroh. Boah, ach ja, das habe ich jetzt im Lager. Nase juckt. Die Fackel ist irgendwie immer an in der Tasche, oder was? Falsches Lager. Wie verstehen Sie den Holzschuppen, ehrlich gesagt, gar nicht. So, F. Davon brauchen wir jetzt 10. Und F ist akzeptieren. Alles klar, 10 Stroh sind in meiner Tasche gelandet. Und ich darf eine Fackel bauen. Darf ich denn daran auch nur Fleisch kochen? Weil jetzt muss ich echt ein Lagerfeuer dafür bauen. Was? Sie hat wieder zugeschlagen, die Killerfalle.
Hasenfalle 0, bapp, weg ist er. 3 Fleisch. Ja, dafür musst du dann nicht extra das Ding da bauen. Gebratenes leckeres Fleisch. Das wird eh schlecht, muss er aufpassen. Boah, viel habe ich denn in der Tasche gehabt? Das hört ja gar nicht mehr auf. Aber dafür hält es auch wahrscheinlich länger, ne? Hölzerner Speer ist auch nötig dafür, ne? Kann das sein? Das für Tier habe ich noch nie im Leben getötet, dass ich jetzt 10.000 Fleisch kochen kann. Das hört nicht mehr auf. Es hört und hört nicht mehr auf. Ich brate aber alle. Oh, jetzt habe ich alle gebraten. Sehr gut. Nährwert 6. Fast komplett satt. Wasser rein in den Wams. Und wir sollen das Ding nähen lassen. Wir machen die Aufgabe direkt. Ah, du sollst trinken. So, wir sollen was nähen lassen, und zwar ist das die Wildnis. Boah, 100 Reputationspunkte. Warte auf weitere Ereignisse. Elvin, liefer bis Mathilda. Aber Trinkflasche 1. Wo war die? Wir haben Fragezeichen gehabt, ganz weit weg. Hier. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Hier. Ich glaube, das ist da. Da flitzen wir jetzt hin. Auf dem Weg gucken wir mal, ob wir Tiere sehen, wegen der Jagd. Also da habe ich auch mal ein Wildschwein erwischt. Also mich hat da ein Wildschwein erwischt. Uhrzeit? Ach, 12 Uhr. Wir müssen auch viel mehr Felder machen, wa? Es gibt ja richtig gute Punkte. Nicht, dass es so leicht ist, einen Fuchs zu jagen. Fuchse sind voll schlau. Das ist das falsche Tier. Aber es gibt ja auch diese Jagdpunkte. Ne? Da ist ein Fuchs, ne? Oder? Ne, hier sind Rehe und Hirsche. Schöne Kommentare gelesen, dass sie mal ein bisschen weiter nach links ziehen. Was soll das? Headshot. Was gibt ja Jagdskillpunkte, das ist das Wichtigste. 3 Leder, 4 Fleisch. Der war zu niedrig. Bären, mein Speer ist weg. Das ist egal, ich habe genug gebaut. Baby, guck nach oben. Wow, Alter, der wirft echt scheiße. Wo ist denn der Speer? Ich hab zwar ein paar gebaut, ne? Aber ich will jetzt nicht 200 Speere suchen müssen. Ja, beruhig dich. Ja, beruhig dich nicht. Sehr gut. Ich bin ein Killer. Ich bin ein Killer. Aber das sind nicht die, die ich jagen muss. Schweine sind, die wehren sich ja auch sogar. Speer? Speer ist weg.
kein Speer mehr. So, Ach, das war ein Fuchs. Der aber nicht so schlau ist. Aber auch der Arme. Er wollte aber weiterlaufen. Und noch einer. Cool, das war schon der erste Fuchs. Macht Spaß. Bin ich krank, wenn ich daran Freude finde? Ja, bin ich. Wo verschwindet denn immer mal da? Ein noch. Eine wilde Jagd. Was? Was ist das denn? Erledigt. Was hat denn jetzt? 0,2 cm habe ich den nicht getroffen. Cool. Aber das schon mal erledigt. Alter, wie wirft er denn den Speer? Du bist ja gar nicht drauf klar. Okay, auf zum Dorf. Das Dinge nähen lassen. Cool. Wir bräuchten noch ein paar Speere, falls wir Schweine unterwegs treffen. Fehlt mir wieder mal für eine doofe Axt. Steine, 2 Stück. Die Musik fehlt gerade. Die wilde Fuchsjagd, sie ist beendet. Zack. Und dann können wir bestimmt die Jagdhütte bauen. Dann haben wir bestimmt die Skillpunkte gesammelt. Das sieht nicht aus wie ein Wildschwein. Könnte sie auch jagen. Nee, hör auf, die zu schlagen, dann wären die sicher. Aber erstmal gucken wir. Im Örtchen, ob die oder die nähen darf, die Tante. Verkaufen mal ein bisschen Kram, ne, den wir gesammelt haben. Müffel ganz schön, ne? Das wird das Symbol da unten bedeuten. Sauber sein ist schon wichtig. So, Magic Blick. Da siehst du echt die Namen, ist ja geil. Das ist anstrengend, der Blick. Ja. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, ich kenne dich noch nicht gut genug. Hast du dich Bock, mir anzuschließen? Ich kenne dich noch nicht gut genug. Zustimmung erforderlich 70. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Plus 5. Hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Hast du einen Moment Zeit? Leider kann man zu, das sind nutzlose Gespräche. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ah, der leckt mich doch am Arsch. Ich glaube, du sollst erst ein Bad nehmen. Ja, ich wusste, ich bin zu schmutzig. Wie hieß die? Wie wir das. Also, wir hatten doch hier irgendwo ein Fragezeichen, ne? Da oben. Magic Blick. Ist das der richtige Charakter? Ingartenhain. Das ist eine Questgeberin. Hör für einen Moment Zeit. Kannst du dich ein bisschen bewegen? Entschuldige, meine Mutter sagt. Hä, die hast doch ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen in meinem Kopf, oder? Hm, keine Ahnung. Was die Schnalle von mir will. Ob es ja alles wächst, ne? Wo war denn das voll? Hupsa.
Benachrichtigung? Nein. Jetzt deaktivieren. Was soll denn das für ein Kack? Wo sind denn die ganzen anderen? Hä? Roberta, heißen alle anders. Völlig K.O. von seinem Magic-Blick. Was ist denn hier der Händler? Zeig mir deine Waren. Was hast du denn Schönes? Rote Beete, Tierfutter, Dünger hat er. Das ist aber relativ günstig, oder? Verkaufen wir die? F. E. F. Gebratenes Fleisch ist nicht viel wert. Guck mal hier, 2. Okay, bei ihnen sind es ja nur 2 wert. F, E, F. 140 habe ich. Was kann ich sonst verkaufen? Pelz, 7. Ist auch nichts wert. Scheiße. Tasche, Steinmesser. Ja, wir müssen mehr extra bauen. Steinmesser ist auch ein bisschen was wert. Wow. Kinga, hast du einen Moment Zeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Minus 5. Okay, ich bin wieder weg. Scheiße. Scheiße, Dreck. Okay, wir müssen doch jagen, unseren Scheiß. Aber wo? Soll ich jetzt wirklich bis da ganz unten latschen? In Les Nietzsche? Wegen diesen Ausrufezeichen. Aber mich irritiert das Frage. Hier ist nochmal ein Fragezeichen. Wartet mal, Magic Blick. Mathilda, da ist er doch. Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der ihn reparieren kann. Ich kann es reparieren, soweit ich das beurteilen kann, wird es nicht besonders schwierig sein. Aber es fehlt mir Materialien. Leder, ich denke, ein paar Stücke reichen aus. Habe ich sogar, ne? Stück frisch gehäutetes Leder. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein. Es ist sehr lieb, ein sehr lieber Freund, nicht wahr? Ich möchte nur helfen. Der Trinkstoff gehört Elvin, einem Bauer aus einem nahegelegenen Dorf. Blablabla. Meine Tochter Kinga erwähnte ihn. Ich glaube, sie ist in dem Fanat. Weiter? Danke. Okay. Oh. Sie sollte sich besser für jemanden wie dich interessieren. Du bist ja was reich. Elvins Trinkflasche wiederbekommen. Ich werde es tun, danke, bla bla bla. Bitteschön, der Wasserschlauch ist wie neu. Kinga findest du in der Nähe der Farm, wo sie sich um Schafe kümmert. Aber benimm dich. Werde ich tun. Hallo Kinga, du bist weit weg gewesen. So. Okay, da haben wir wieder was geschafft. Dann müssen wir Elvin seinen Trinkschlauch wiederbringen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Arbeit über Arbeit. Bis dann.